Ja, hallo, willkommen, mein Name ist AdiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories Rebirth Rebirth. In der letzten Folge haben wir Traverse betreten und direkt komplett durchgeschafft. Dann haben wir gegen die Rico-Kopie gekämpft und ihn vollkommen zerstört. Ausgezeichnet, ne? Und wie wir ihn zerstört haben. So, mal irgendeine random Reihenfolge hier, ne? Da wäre eine Frau gehen, ne? Atlantica, Arenas Lims, Wunderland, Halloween Town. Atlantica, oder? Das war das erste, was hier war, also nehme ich mal an, dass sie kennen Reihenfolge. Oh. Aber jetzt richtig anstelle, dann müsste ich diese Welt hier locker schaffen und dann direkt in den nächsten Stockwerk kommen. Wenn da was kommt, hoffentlich fertig machen und dann, ja, sehen wir schon. Ging ja relativ schnell in der letzten Folge. Ich bin sogar noch unter 40 Parts, wenn das so weitergeht. Da habe ich mir bei Source Kampagne genauso Mühe gegeben, das zu schnell zu machen. Alter, hat nicht geklappt. Okay, HP, ich habe hier Stufe. Ich würde gerne noch ein Level up bekommen, wenn es geht. Ja, wir kriegen mal locker ein Level up. Die Gegner, die stürmen so auf uns zu. Oder auch nicht, oder doch. Soll ich die Wand auf die Tür greifen, Mann? Oh, willst du mich verarschen? Oh, ich hab nicht neu. Wenn wir wissen, wie mein letzter Kampf ausgegangen ist. Genauso. Schon ein bisschen überpowert. Oh, ich kann fliegen. Sehr schön. Das war gut. Right. Dann glaube ich, ich kann keine Feindkarten bekommen. Guck, ich bin gleich Level ab. Vielleicht grüne Blasen haben. Das gibt's doch einfach nicht. Duell ist voll scheiße. Kriegt damit nichts hin. Nummer, Nummer. Also. Oh, oh mein Gott. Ja, hat voll gebracht, danke. Oh mein Gott. Hey! Du Pisser! Einfach meinen Links aufgebrochen. Diese. Danke, das haben wir mir jetzt. Nochmal anders gehabt, gut. Das kann man später. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Aber egal. Okay, nochmal. Was? Ursula. War ein bisschen nervig. Ich würde mal gerne irgendwo heilen. Also, jetzt ist meine Ruhe. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was die Fungi hier machen. In dem Spiel. Aber die lassen mich wenigstens in Ruhe. Ich muss mal kurz heilen. Das ist
zu wenig. Ja, wieder hoch. Er wird den AP. Weitsprung, wenn es geht. Gerade so noch. Das ist ja echt so schnell geht, ne? Das ist unmöglich. Das ist unfassbar. Ja, sag ich hier nicht ein bisschen Level, ne? Also ich halt überhaupt Blut, wenn ich hab hier. So, hella, los geht's. Warte mal. Also, außer wenn die Schusskarte nicht wird. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ich hatte gar nicht so viele blaue Dinger. Aber ich muss doch wieder trainieren, wie das aussieht. Ich will wieder mehr Raumkarten verballern, als ich komme. Ey, das ist aber nicht nett. Der Kampf beginnt schon. Ah, schon wieder jemand, der nur neu ist. Ha. Ja, leider treffe ich nicht sie. Ich habe schon gedacht, dass der Kampf ein bisschen nervig wird. Nein, ja. Das war natürlich wieder sehr geil von mir. Ja, blöd ist. Komm her. Kannst du mal aufhören damit? Komm her. Mal Doppelsprung das machen. Ja, war schon irgendwie klar, dass ich nicht treffe. Ja. Wird nicht klappen. Doch jetzt. Oh, das ist nervig. Get ready for this. Ja, ist gut, mein Gott. Ja, das ist gut. Get ready for this. Mein Gott, was für ein nerviger Kampf. Heil dich mit deinem magischen Finger. Deine Karte. Mein Gott, was ist denn mit den Angriffen? Ich hab den Angriffen. Das ist ein neuer Fall. Ich tu mal die Haare schneiden. Get ready for this. So durchschaubar, meine Liebe, da. Dann habe ich immer 0. Am Anfang und am Ende.
jetzt weg. Warum? Als übergezogen. Der letzte Schlag und mit der Spitzenseite des Schwertes. Gut, keiner will abschalten. Ursula. So, Welt geschafft, nächste Welt. Vielleicht kann ich ja sogar zwei Welten in einem Park schaffen, wenn das so weitergeht. Glaube ich nicht. Ja, ich glaube, ich bin in der Luft abstoßen. Zeigen können. So, ich muss natürlich mir den ganzen Weg rumlaufen. Wahrscheinlich sowieso wieder danach trainieren, um meine AP oder so zu erhöhen. Warum habe ich so aus Plan, die ganzen Dinger kaputt zu machen? Stimmt noch mit mir nicht. Ich wollte schon sagen, wer kein Karte, die irgendwie stark genug ist. Genau. Geh weg. Was zum? Boah, ey, echt jetzt? Hält mich schon wieder unnötig auf hier. Oh, jetzt habe ich zwei Räume geöffnet. Das war der falsche, das war so klar. Dreck, verdammt, da. Ich gehe jetzt wütend durch die Tür. Sechsten Stockwerk. Schlimm, das Stockwerk zu weit, ne? Aus dem Weg. Geht ihr mir alle aus dem Weg? Zur nächsten Welt. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich werde ausbringen, wieder zu dem 30 oder so trillieren, ne? Das ist ja exakt gleich rum. Könnte mich ja ruhig schon da hinporten, so wie bei Sora. Kann man auch immer den ganzen Weg dahin zu laufen und das wisst. Aber ich komme hier noch ein Boss. Sonst weiß ich nicht, wie der Übergang hier gemacht werden soll. Ich habe jetzt nur bis vor den nächsten Weltenboss. Oder so. Alter. Noch einer. Jetzt kommt schon wieder Rico. Dann mache ich dann wieder platt. Nee, okay, gut. Katzi, wie viel war Wetten? How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential. But I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show if he really is of any value to us. Well, here we go again. It's just an excuse, so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. Yes. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet.
valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. That card holds the memories of Sora and Riku's home. It's just a card. What good is that? With a little help from Naminé, you'll have all the real Riku's memories. Maybe we can get her to make you forget you're nothing but a fake. In other words, we'll remake your heart so you can be exactly the same as the real Riku, okay? Oh. You want to remake my heart? The real Riku is a wimp who's afraid of the dark. What do I want with the heart of a loser? Any objections, Vexen? After all, you do want to test Sora, don't you? It must be done. How can you? Are you betraying me? I told you I would make good use of you, didn't I? No! Relax, kiddo. I don't think it's gonna hurt that much. I'll hurt you! No! Genau wie der echte Riku. Geht auf Leute los, wird weggeschlagen. Think you could defeat me? Where would you ever get a thought like that? But look on the bright side. Along with everything else in your head, Naminé will erase the memory of me knocking you flat. Instead, she will implant the loveliest little memories you could ever hope for. It's no big deal that they're all lies. No. No! Okay. Wir sind überdramatisch, aber okay. No. Okay. So, nächste Welt. Werde ich in diesem Part nicht mehr schaffen. Aber vor dem Boss werde ich auf jeden Fall landen. Die Arena des Olymps, meinetwegen. Sogar ich weiß jetzt, ich bin Riku. Ich bin Gott verdammt nochmal Riku, mach die Tür auf, ich warte. Ah. Weiß nicht, wieso ich so eine Einstellung mit ihm habe. Aber es macht irgendwie Spaß. Gut. Komm schon, schneller! Okay, Zeit, ich muss Leute auf die Fresse geben. Ah. Also, ich muss noch ein Level abholen. Oh, jetzt bin ich hier. Stirb, Säule! Puff. So. Ich mach schon mal den Weg dahin. Bei denen habe ich immer trainiert. In dem einen Raum. Kann ich ja nochmal machen, aber. Pff. Mal schauen. Wehe, da ist irgendwo eine Sackgasse jetzt. Du musst hier eine Sackgasse, ne? Oh, ich mach nur schwarze Räume, hier. Oder wenn ich jetzt in Dark Room. Nein, es ist kein Sackgasse, oder? Nein. Handstand. Verdammt, ich hab's vermasselt. Ich muss hier raus. Runde 3. Perfekt. Überall kommen die Dark Rooms hin. Oh, hier nochmal der Boss. Hades, ne? Ja. Genau, ich euch jetzt kaputt. Mach gleich einen Speicherpunkt ein. Ich bin da meine Karten an, aber nicht wert. Aber wie schwach dieser Angriff ist, ohne Snistra. Energie. Und 3-0.
Kampf sollte eigentlich nicht so lange dauern. Oh, verdammt. Hat sich erfahrungsgemäß gestern so gelohnt. Ja. Will, aber ich glaube, wenn ich den Lister bekommt, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Da kann natürlich auch sein, dass ich mir einwähle. Noch mehr anderes Kraft, obwohl. Ich will irgendwie gar nichts in Lister hier erhöhen. Aber egal. Da machen wir einen Speicherpunkt, wenn ich kann. Kann ich nicht. Sehr gut, ausgezeichnet. Gut, dann weiß ich nicht. Dann gehe ich nochmal zurück. Hier zum Anfang wahrscheinlich, oder wenn ich da eine machen kann, oder da, keine Ahnung, irgendwo wo eine 2 ist. Bitte. Verdammt. Verdammt. So, dann werde ich wahrscheinlich hier bis Level 30 trainieren, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf Let's Play. Wir Boxer 2. Verdammt. Wir gehen noch zum Speicherpunkt. Den ersten Raum hier wieder. Ich gehe noch mal ganz zurück. So. Ab da kommt. Ich bin gerade die Zunge ausgestellt. Gut, dann level ich bis Level 30. Dann müsste ich stark genug sein. Oder? Ja, gut. Und dann können wir ja weitermachen mit dem Spiel und so. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich werde wahrscheinlich wieder nur AP übrigens aufleveln. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.